geht's auf die Reise. Stuttgart International. Freunde, heute erster Spieltag Champions League. Mein Verein, der VfB Stuttgart, spielt in Madrid im Santiago Bernabéu. Ich bin jetzt gerade in Düsseldorf, gestern Abend noch bei der Alten League gewesen, dort die Tabellenführung im FC Bonn Football geholt und jetzt geht's für mich zum ersten Champions League-Spiel seit 13 Jahren für den VfB. Ich kann mich daran erinnern, wie ich als kleiner Junge beim Spiel 2000, also in der Saison 2003-2004 gegen Chelsea zu Hause im Stadion war. Jetzt geht's wieder auf Reisen. Absolut geiles Gefühl. Nehmt euch einfach den Tag ein bisschen mit in der Stadt, dann geht's ins Stadion. Wirklich tolles, tolles Gefühl. Und jetzt lasst schon mal einen Daumen nach oben da. Kommentiert dann, wenn ihr Bock habt, dass ich auch die anderen Champions League-Spiele besuchen werde. Ich freue mich drauf. Und jetzt, Freunde, auf geht's VfB. Der Vogel bringt uns jetzt nach Madrid. Er holt uns die ersten Punkte in der Champions League. Drei Stück, Freunde. Auswärtssieg. Wer ist Real? Wer? Wir sind jetzt da in Madrid. Es gibt ein erstes Problem: Schließfach. Schließfach dort. Bei uns normalerweise einfach zapp, ausschließen, Schlüssel oder Tasche rein. Nein, dort mit Personal. So, dieses Personal ist aber zwischen 23 Uhr und 5 Uhr gar nicht mehr da. Also genau da, wo wir unser Gepäck wiederholen müssen. Katastrophe, Freunde. Aber Wetter ist gut. Fahren jetzt erstmal zum VfB-Fan-Treff und gucken, was da abgeht. Ja, und das dreht man dann noch irgendwie hin, auf jeden Fall. Ja, das Wetter ist schön. Punkte gibt es heute aber nicht für Madrid. Trotz schönem Wetter, ist ja klar. Alle Probleme gelöst. Man muss kreativ sein im Leben, schlau sein, Freunde. Einfach zu irgendeinem Hotel gehen, wo man überhaupt gar nicht gebucht hat. Dann bestellt man hier ein bisschen was. Bier wollte man eh, Espresso und Wasser dazu, dass wir hier nicht dehydrieren im warmen Madrid. Einfach schlau sein, die haben das Gepäck genommen, holen wir heute Nacht wieder ab. Dann geht es entspannt in die Stadt und ins Flughafen. Mein Handy wird auch noch geladen. Also einfach kreativ sein, Freunde. Und jetzt Prost, Cerveza, wie man hier sagt. Meine Match-Prediction, wir gewinnen 4-2. Zweimal Demirovic, okay, einmal Undav und einmal Maxi Mittelstädt. Maxi, guter Mann. Und Kalle verteidigt auf rechts. Ja, wenn er reinkommt. Ja, mach so, also gut. Ich glaube nicht, dass er vorlade. Macht noch eine Vorlage, oder? Ist nichts anderes. Gut. Aber 4-2. 4-2. Ja. Ihr sagt das alles in Madrid, okay, na gut. Ich sage, nein, ja, nee. Das ist nur Tarnung. Ach, Tarnung, ja, und schlau im Leben. So, sehr schlau im Leben. Ich sage, wir gewinnen 2-1, 9-5, Dennis Undav und das ganze Stadion feiert. Passt, nehmen wir so mit. So, schöner, spanischer, Iberico, Schinken sieht sehr lecker aus. Was wir hier bestellt haben, weiß ich nicht genau, ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Angeblich schicken. Sieht aber eher aus wie Sushi, Schokolade, keine Ahnung. Und dann, ich mach sowas ja nie, aber wirklich dieses Bier, Maru vom Fass, ist krass. Sehr lecker. So, fürs Team. Mach fürs Team einen Vortester, okay? Ich hab keine Ahnung, was es ist. Schmeckt wie eine Praline. Aber. Wirklich, das ist völlig krass. Die sind gefühlt nur Deutsche. Überall der VfB. Und hier ist das Santiago Bernabéu zum ersten Mal gesichtet. Das Geistkrank, was hier los ist, wirklich krass. Ja, der VfB. Oh, 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 oh. 100% VfB-Quote hier, ist das krass, ey. Das ist so witzig. Ich glaube, kein einziges Spanier hier, wirklich. Ein Fan ist am Start. Hey! Wie geht's aus? Ja klar, bei dir? 1-1. 1-1? Dennis Undav und Vinicius Junior. Ist aber okay, ich sag ehrlich, 1-1 ist okay. Nehme ich mit, oder? Die anderen Spiele gewinnen wir ja eh. Ja, ja, klar. Also von dem her. Juventus, Paris. Alles easy.
muss es aus. So, Freunde, Metzschal muss sein. Dieser Metzschal muss sein. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. VfB endlich da. Jetzt relativ viel los, immer noch kein Spahn getroffen. Dafür haben wir jetzt ein Metzschal. Und falls ihr wissen wollt, ist das, spielt den 2-2 aus. Milotrev und Demirovic. Erlebnis, Mammut. Liebe. Es ist geil. Ja, der VfB. VfB wie erwartet, komplett am Mitspielen, geisteskrank wirklich. Im Bernabeu teilweise am Spiel machen. Aber man merkt halt, wenn Real da vorne den Ball hat,
gerade auch bei der Ecke und so extrem suchen die Abschlüsse. Aber bisher alles offen. Es ist alles drin, Freunde, alles drin. Wir machen hier ein Tor. Auf geht's. Oh! Etwas. Wieder Eckball, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Enzo jetzt schon die zweite extrem gute Chance. Da geht was, Freunde, komm! Aufpassen jetzt, aufpassen. Bellingham zustellen. Jawohl! Alle Mann verteilen und ab! Ah, ruhig, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. Haben jetzt eine halbe Stunde gespielt. Also jedes Mal, wenn die da über die rechte Seite kommen, geisteskrank wirklich. Aber wir, ich hab's gerade gesehen, wir kontern. Wir haben selber die Chancen jetzt wieder abgefälscht, glatte, alles drin. Es ist alles drin. Alles drin. Weitermachen, weitermachen. So langsam wird es hier eng, Freunde. So langsam wird es hier ganz eng. Frau Predo ist am Ohr. Ecke verteidigen jetzt. Lübe! Hey, ist das krass, ne? Halbe Stunde jetzt gespielt. Mann, ist das dämlich! Eckball und jetzt. Eckball und jetzt Elfmeter für Real. Video-Schiedsrichter, wir brauchen dich jetzt. Mann! Aber ich glaube, es gibt Elfmeter. Da habe ich meinen Videoschiedsrichter. Jetzt, Freunde, wir brauchen den jetzt. Auch mal Lack haben. Man hat es nicht richtig gesehen. War eine Scheißsituation beim Zweikampf. Keine Ahnung. Auch mal Glück haben. Oh mein Gott, oh mein Gott. Weg. Scheiße! Ich sag ehrlich, wie es ist. Jetzt noch 2-3 Minuten, dann erstmal Halbzeit. Brauchen wieder mehr Entlastung. Die ersten 20 Minuten waren top. Mittlerweile Real Pressing ist geisteskrank. So, letzte Aktion wahrscheinlich vor der Halbzeit. Wir treffen jetzt! Komm! Na, passt. Mann! Ja, keine Frage, gerade zu bald sicher. Wenn da keine Entlastung mehr, ich glaube, ich würde jetzt hier mal wechseln. Demirovic als Boxspieler rein, wieder rein, keine Ahnung, frische Leute und dann nochmal alles geben. Weiter. Weiter. Haben jetzt hier mal wieder ein bisschen mehr Ball, komm, führe ich. Nichts da, weiter. Sehr gut, Männer. Weiter. Komm, jetzt bringt sie nochmal rein. Aber gut, gegen die Abwehrspieler da. Hohe Bälle, Militao in der Zwischenzeit drin. Ist halt auch krass noch. Beste, also vom Papier her beste Mannschaft. Preisdruck war da hinten. Wie Stiefer hält alles. Enzo, den 2. Komm, Antje. Spieler. Mach irgendeinen Part deinen Zauberfuß aus. Komm! Oh. Gut so. Hey, dieser Bellingham, Rodrigo, Vinicius, kommt jeder Kreis Pass an. Vinicius wieder. Das ist krass. Einfach krass. Weg. Chase. Komm, Atta. Schieß. Oh.
mehr Bewegung, mehr Tempo. Agra bringt! Guter Ball, guter Ball. Peter spielt so geil, wieder super Ball daraus. Komm, komm mal rein, mach sie. Gute, gerade, aber probiert. Probiert. Alle meine türkischen Follower, Arda Güler jetzt im Spiel. Der nächste, also der türkische Messi, sozusagen. Aber der macht heute keinen Stich, Freunde. Nein, 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 nein. Geht's! Oh! Ah, Aka! Weitermachen, Aka! Geht jetzt wieder los, jetzt wieder Full Grind hier. Und der VfB macht Spaß, geiles Stadion gewesen, geiles Spiel. Damit bin ich raus. Haut rein, gute Nacht, Gott.